Ja, aus was könnte man das machen? Aus Glowstone-Staub? Ein bisschen Glowstone-Staub muss sein. Oh nein. Feed the Beast Show. So, hallo ihr Menschen da draußen und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Feed the Beast Show. Und ja, irgendwie fange ich jetzt immer an demselben Platz hier an. Kann das sein, dass immer, ich muss mich mal irgendwo anders hinstellen hier, wird das sonst irgendwie langweilig hier. Aber ja, wir quaffen heute mal wieder ein bisschen. Ja, das letzte Mal haben wir uns ja ein bisschen umgeschaut, haben geguckt, was es hier alles so Neues auf dem Server gibt. Ich habe euch gezeigt, wer was so ein bisschen gebaut hat, also zumindest ein paar Sachen. Und ja, es kommen immer mal wieder neue Leute auf dem Server. Zum Beispiel der Saronko ist jetzt auch wieder neu. Und ich glaube, einen, den kennt ihr auch noch nicht, der ist jetzt noch neu. Ja, also der ist stetig noch weiter am Wachsen. Warum ich hier immer noch neue Leute dazu hole? Ja, warum mache ich das? Erstmal, weil sowieso nie so viele Leute auf einmal on sind. Das heißt, wir hatten das ganz, ganz selten erst, dass die 10 Slots, die der Server derzeit hat, wirklich auch voll waren. Und außerdem gibt es auch Spieler, die dann, die haben mal gespielt und spielen jetzt gar nicht mehr so viel und sowas alles, ne? Und deswegen sind es auch mal wieder ein paar neue. So, es hat sich, getan, gar nicht. Das hat sich schon richtig bei mir so eingeprägt, dass ich jetzt sagen wollte, es hat sich wieder einiges getan. Aber nein, hat sich's nicht. Wir wollen craften und fangen damit doch gleich an. Diesmal soll es sein, was ich schon seit längerem endlich mal haben möchte, ein sogenanntes Pad. Ein Labatronic Charge Pad möchte ich haben. Das habe ich euch schon mal gezeigt. Das ist so eine Platte, auf die stellt man sich drauf und kann dann seine komplette Rüstung und auch seine Waffen und Werkzeuge, die man gerade ausgewählt hat, kann man dadurch aufladen. Ist ein bisschen bequemer, als wenn man das alles einzeln in den MFSU packt. Und Feed the Beast ist ja für gewöhnlich das Modpack für Faule schlechthin. Ich kann euch mal zeigen, das haben hier der All Expert, der Marvin und der Pascal. Ich glaube, die haben das zusammen gemacht. Keine Ahnung, irgendwie haben die da ein sogenanntes Kart irgendwie gebaut, das baut Bäume ab und man kann aus Holz dann Eisen machen. Ach, ich zeige es euch einfach mal, ich habe auch keine genaue Ahnung, was die da machen. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus und kann man sich mal angucken. Aber zuerst mal gecraftet, das Labatronic Charge Pad. Dafür brauchen wir, okay, der Rest ist hier nicht so groß, was am aufwendigsten war, ist der MFSU, den wir dafür brauchen. Denn ich, soweit ich gehört habe, und das wäre damit auch logisch, das Charge Pad kann, glaube ich, auch Energie speichern. Das ist eine ziemlich coole Sache. Und ja, ich denke mal, dafür der MFSU, wenn es keine Energie speichern würde und man trotzdem einen MFSU für bräuchte, wäre das ja ziemliche Abzocke. Ja, man braucht ziemlich viele Sachen dafür, man muss ein bisschen was craften, ein paar Diamanten gehen auch drauf. Aber ich habe schon ein bisschen was an Vorarbeit geleistet und ich habe den MFSU schon mal gecraftet, weil das hier ja nicht so ewig lange dauern soll. Also was wir jetzt noch brauchen, sind 2 Advanced Circuits und dafür brauchen wir erstmal 2 von denen. Und ja, die kommen dann hier mal rein und dann schauen wir mal, wie wir uns das craften. Das habe ich jetzt zwar schon 1000 Mal gemacht, aber ne, merkt sich ja kein Schwein. Okay, gut, 2 davon. Das sollte hier eigentlich relativ fix gehen. So, 2 haben wir. Dann brauchen wir noch eine Pressure Plate. Da habe ich jetzt gerade mal keinen Stein mehr. Stein, 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 Stein. 1, 2. So. So, machen wir uns mal kurz hier noch eine Pressure Plate. Gut. Und dann müssten wir jetzt eigentlich das Ding schon craften können, ja. 2 von den Dingern müsste ich noch machen, von den Platten. So eine Carbonplatte macht man, kann man einfach draufklicken für alle, die spielen wollen. Wird aber gemacht aus Kohle macht man Kohlestaub, aus Kohlestaub macht man Raw Carbon Fibre, was auch immer. Und aus dem Carbon Fibre macht man irgendwelche komischen Kugeln und aus den Kugeln kann man das hier machen. So, MFSU noch und tada, ein Charge Pad. Coole Sache. So, das Ding braucht natürlich auch Energie und da habe ich mir überlegt, ich möchte das Charge Pad nicht... Also ich habe ja ein HV-Solarpanel da oben und ich habe mir jetzt noch ein Medium-Voltage-Solarpanel hier drüben hingebaut. Und das High-Voltage-Solar-Dings, das möchte ich jetzt gerne nutzen, um unten den MFSU für den Mass Fabricator zu versorgen, also mit Energie. Und jetzt für das Charge-Pad und für den MFSU hier oben, also für die Geräte, habe ich mir jetzt nochmal ein Medium-Voltage-Solarpanel gemacht. Das sollte eigentlich ausreichen an Energie, kommt nicht ganz gut was raus. Und ja, jetzt überlegen wir uns noch, wo wir das Ganze hinstellen und dann müssen wir das verbinden. Ich habe keine Ahnung, ob das so funktioniert. Ich habe es ja noch nicht gemacht, habe es noch nicht ausprobiert. Aber ich wollte das gerne einfach mal hier hin haben. Und, ach ja, ich habe mir ein paar Zauberstäbe jetzt schon gemacht. Die kann ich euch auch gleich mal vorstellen. Ich habe ein bisschen weiter gezaubert. Ich habe auch durch den netten Zuschauer jetzt auch nochmal verstärkt geguckt nach einer Seite, wo die ganzen... Ja, Rezepte, die Zauberrezepte stehen, wo auch steht, was man für eine bestimmte Sache braucht. Und dadurch kam ich auch ein bisschen weiter. Also vielen Dank an der Stelle nochmal, ja. Ihr könnt mir weiterhin immer rein damit mit den Tipps, ja. Also
Ich lerne nie aus, schon gar nicht bei Feed the Beast. Ja, ansonsten, was ich auch gleich am Anfang sagen wollte, die Gamescom ist ja gerade am Laufen. Und allen, die gerade bei der Gamescom sind oder noch sein werden, denen wünsche ich ganz, ganz viel Spaß. Ja, ich habe leider nicht das Glück, dorthin kommen zu können überhaupt, denn ich wohne immer noch relativ weit weg. Und ja, irgendwann werde ich es auch nochmal schaffen. Bis dahin, ja, macht euch da ein paar schöne Tage oder einen schönen Tag, je nachdem, wie lange ihr da seid. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, ein paar YouTuber dort auch zu treffen, mit höchster Wahrscheinlichkeit sogar. Vielleicht seid ihr auch auf dem Videoday. Ihr könnt mir gerne, weiß ich, bei Skype oder sowas Links schicken von euren eigenen Videos, was ihr auch gefilmt habt auf der Gamescom. Sowas gucke ich mir mal gerne an. Das lässt zwar meinen Neid, den ich gegenüber denen habe, nicht geringer werden, aber ich finde es trotzdem immer ziemlich cool, auch mal zu sehen, was da so abgeht. Und glaubt mir, ich möchte da so unbedingt mal hin, aber das ist mir bis jetzt noch nicht möglich. So, ich habe zwei Zauberstäbe. Einmal habe ich den Rand of Fire. So ein bisschen Feuer, Feuer, Puck, Puck. Und dann habe ich hier Rand of Excavation. Und damit können wir Sachen abbauen. Und das sogar relativ schnell, würde ich mal sagen. Muss ich mich noch so ein bisschen dran gewöhnen. Also wie schnell es abbaut und so, dass ich hier nicht zu viel auf einmal abbaue. Aber das sollte schon klappen. So, ich möchte das gerne verbinden mit dem Kabel hier drüben. Das heißt, das sollte eigentlich ja machbar sein. Da muss ich im Grunde ja einfach nur... Gehe ich mal hier 3 runter, wa? Nee, das war eine zu viel. Oder reicht 2? Ich würde noch 2 reichen. Ich gehe mal 3 runter. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo sind die Hebel jetzt drauf? Die Hebel sind auf... Ah, verdammt. Das geht schief. Hier sind ja noch die Hebel. Wenn ich den jetzt abreiße, ist dahinter ein Hebel, ne? Ja, genau. Na gut, das passt. Ah, passt nicht. Ja, verdammt. Da muss ich hier doch nochmal eins tiefer. Egal. Was ist denn hier unten? Ach so, oh. Das ist ja hier auch noch. Ah, egal. Ist mir jetzt wurscht. So, und jetzt sind wir hier auch schon. Dann müssen wir das jetzt bloß noch irgendwie hier verbinden. Ja, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Und dann können wir das hier mal zumachen. Und eigentlich könnten wir... Na, lassen wir das mal so. Ja, ich habe mir ein paar Glasfaserkabel noch gemacht. Was hat der HV Solarhead? Mein Fabi. Alter, hab einen HV Solarhead und jetzt habe ich die ganze Zeit Übelkeit. Ah, ja, okay. Ja, wurde mir auch mal vorgeschlagen, so einen Solarhelm zu machen. Aber, nein. Ich behalte lieber mein Konto und ein Hütchen da an. Na, mal sehen, ich kann sie mir mal craften, mal schauen. Ich würde mal stark davon ausgehen, dass man damit dann auch seine Geräte und sowas dann automatisch aufladen würde, wenn man sich irgendwo rumtreibt, aber... Das ja... Jetzt glaube ich einer zu viel, warte mal, so. Moment, das teure Kabel. So. Ja, so kann man das anbieten. Dann machen wir das hier nochmal zu. Und, ja, dann passt das doch, oder? Ich würde mal sagen, das passt. Ja, die Geräte laufen auch alle noch. Für die Frage, läuft das Chargepad? Ah, kann man sogar raufklicken. Ach so. Projektor. Kann ja auch Batterien reinpacken. Was ist das hier? Kann man da Sachen reintun? Nein, kann man nicht. Field Protector. Was? Okay, ich brauche eure Hilfe. Schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare rein, wenn ihr es wisst, was das hier mit den Sachen auf sich hat, was ich hier tun kann. Also das erklärt sich von selbst. Hier kann ich eine Batterie reintun. Aber was mache ich hier mit? Oder muss da noch irgendwas rein? Kann ich meine Sachen aufladen? Schauen wir mal. Stell mich da drauf. Und er lädt sie auf. Okay, doch, also das geht schon mal. Jo. Dauert jetzt zwar ein bisschen. Weil er keine Energie mehr hat. Achso, okay. Also das lädt sauschnell auf. Aber wenn halt keine Energie drauf ist oder nicht genug, dann ne, dauert das halt schon ziemlich lange. Zum Beispiel jetzt würde es wieder etwas schneller gehen. Aber ihr seht, 7000 ist nicht so viel. Wenn man 1 Million... Nee, sind das 10 Millionen? 1 Million, ne? Ja, 1 Million. Mann. Okay, aber wir haben das, finde ich, jetzt cool, ja, endlich. Endlich nicht mehr alles einzeln hier in den MFSU packen. So, jetzt würde ich trotzdem mal gerne noch meine Sachen hier aufladen. Können wir mal das Schwert in die Hand nehmen, dann sollte das auch aufgeladen werden, so. Ja, das dauert jetzt bloß ein bisschen. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier ewig rumstehen, lassen wir das Ding sich erstmal noch ein bisschen aufladen und jetzt sitzt mein Headset irgendwie seltsam. Immer was los hier, aber hallo. So, dann wollte ich euch demonstrieren. Den 1 Zauberstab habe ich euch ja schon gezeigt. Den Fire Zauberstab, da, das wird jetzt. Woran zeige ich euch den? Keine Ahnung. Ja, da ist eine Kuh. Warte mal, die Kuh. Ich will die Kuh.
Ah, hier ist ein bisschen Eis, setzen wir uns nochmal drauf. Dann wechseln wir mal den Zauberstab und fliegt mal hier rüber. Tut mir leid, Kuh. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden das Ding macht, aber... Oh. Schon nicht wenig, wa? Jetzt weiß ich nicht, ob das Fire-Zauberstab-Gedöns, ob das mehr Schaden macht als der Nano-Saber. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. In die Kommentare, wenn ihr das wisst. Aber ist schon ganz gut, denke ich. Also jetzt können wir mal ein paar Sachen hier noch rausschmeißen, oder? Einmal hätten wir hier das Glasfaserkabel. Dann haben wir ein bisschen Leder. Oh, Leder ist gut. Leder braucht man immer mal. So, Stein und Dreck. So, weg damit. Ja. Hä? Jetzt sehe ich das. Moment. Oh. Ah, fehl. Mal kurz mit der Spitzhacke hier weg. Lass mich das nochmal ordnen. Jetzt sehe ich ja das gar nicht mehr. Ansonsten konnte ich hier das Teil immer noch anklicken, um das zu ordnen, aber na gut, dann halt nicht. So, wie viel ist drauf? Saugt der eigentlich den MFSU leer? Nee, geht ja nicht. Der Output ist ja woanders von dem MFSU. Was ich aber machen könnte ist, aber hier sollte trotzdem eigentlich genug Energie noch reingehen, oder? Ja, ich denke mal schon. Wie viel kannst du speichern? Kannst du 10 Millionen speichern? Ja, tatsächlich. Oder ich schließe das Ganze an... Ah, nee, ich lasse das so. Ja. Ja, okay, lassen wir das so. So, was kann ich euch denn noch zeigen? Ich habe... Ja, wir zaubern noch gleich noch ein bisschen. Genau. Ein bisschen zaubern wir noch. Und hier unten hat sich ein bisschen was getan. Ich habe meine Maschine hier ein bisschen aufgestockt und habe mir jetzt hier dahinter noch eine Reihe mit Igneous Extrudern gemacht, damit hier noch mehr Kabels produziert werden und noch mehr Scrap und noch mehr Scrapboxen. Und jetzt sollte hier eigentlich... Okay, jetzt ist es gerade leer. Wahrscheinlich, weil... wegen der Nacht, ja. Wenn es Nacht ist, dann... Wir haben zwar so ein Gerät zu stehen, aber egal. Wenn es mal dunkel ist, dann produzieren keinen Strom mehr und dann... Aber hier waren schon mal 64 Stacks, waren schon mal drin, die sind schon mal rausgequollen. Also läuft schon ganz gut, ja. Eigentlich sollte hier auch ständig immer eine Scrapbox drin sein. Und dementsprechend sollte hier auch ganz gut UU-Meter produziert werden. Ich weiß nicht, warum und wie lange ich das noch machen will. Ich kann so viel UU-Meter schon gar nicht mehr verbauen. Vercraften, also... Pff. Und mir da jetzt die ganzen Solarpanels draus zu machen, finde ich auch immer so aufwendig. Ja. Also ich denke, wenn man sich daraus Solarpanels machen würde, aus dem ganzen U-Metal, die Materialien, ich denke, dann kann man das schon aufbrauchen, aber das, boah, ich habe keinen Bock drauf so. Ja, mittlerweile, ich, das ist Wahnsinn. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4,5 Personal Saves mit U-Metal. Oh. Was geht denn jetzt ab? Was geht denn da bei denen ab? Warte, müssen wir mal gucken. Oh, ein Streit? Meine Fresse gibt auch. Oh, 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 mal gucken. Macht denn Dave einen Stress? Haha, ich hab sein AV Solarhead. Warum hat er den weggeschmissen? Ich hau mal ab. Nö! Niemals! Oh, was ist das denn? Alles mit rechter Maustaste. Rechts an Wand, Farbe auswählen und losmalen. Wie cool ist das denn? Penis! Ich will auch. Ist ja mal cool. Warte, ich mal gerade. Junge. Warum kann ich da oben nicht malen? Na egal. Das ist ja cool, ey. Was es hier alles gibt, ist der Wahnsinn. Mal da jetzt, warte mal, ich gebe mir mal blau. Ne, hatten wir schon hier, orange. Und jetzt kann ich hier, ah ne, schreiben wird jetzt hier schwierig, jetzt ist hier schon alles voll. Ne, schreiben ist hier schwer, weil das ja so große Pixel sind. Warum habe ich jetzt eine andere Farbe?
Oh Gott, schreiben ist ja extrem schwierig. Ja, weil das alles so groß ist. So riesige Pixel. Na gut, das sieht doch gar nicht aus wie ein B. Okay, das Schreiben ist hier doch schwierig. Lassen wir das mal, aber coole Sache. Auch wenn es jetzt hier nicht so wirklich schön aussieht, aber ist eine coole Sache. So, wir wollten gerade noch ein bisschen zaubern, ne? Aber ich zeige euch vorhin nochmal diese komische Baumfarm. Ich habe die selber jetzt noch gar nicht voll in Betrieb gesehen. Nur mal am Anfang. Oh Gott, das sieht ja aus. Holy shit. Hä? Alter. Was geht denn hier ab? Warum sieht das so seltsam aus? Boah. Wo ist denn das Ding überhaupt? Ist das im Betrieb? Warum sind denn hier die ganzen Bäume ohne Krone? Arbeitet das Teil gerade? Bin gerade nicht sicher. Ich sehe es nicht. Also ich blicke hier nicht durch in dem Gestrüpp. Hier seht ihr Schienen und da sollte das so lang fahren. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung, wo das ist. Oder was das gerade macht, wie sich die Zeit vertreibt. Alter, ist hier voll Holz drin. Wie jetzt aus dem Holz Eisen wird, weiß ich zwar noch nicht, aber irgendwie soll es gehen. Oh gut, oh gut, oh gut. Oh mein Gott, krass. Ich weiß auch gar nicht, warum das Marvin macht, ey. Das macht Marvin, ja, der mit der wahrscheinlich schärfsten, krassesten Unity-Produktion hier. Baut sich eine Farm, um sich Eisen herzustellen. Sachen gibt es, ey. Sachen gibt es, sag ich euch. Ich habe mich eben gerade kurz verfolgt gefühlt. So, stellen wir uns hier nochmal kurz drauf. Ja, das geht ja schon ein bisschen schneller. Aber wir saugen das Ding natürlich leer wie eine Okay. Ja, saug, saug, mein Kleiner. Mein Kleiner? Oh, hallo. Ich bin seriös. Ich bin immer seriös. Alter, die Schuhe. Voll an Energie. Okay, wir wollen ein bisschen zaubern. Und zwar können wir mal ganz kurz ins Zauberbuch gucken. Kann ich euch ja mal zeigen, was ich bis jetzt so habe. Ja, also das hier oben habe ich so die Standardsachen, habe ich schon so soweit alle gemacht. Hier die ganzen Transmutations. Hier habe ich so eine Taumatus Robes. Diese komischen Zauberkleidung, die man sich machen kann. Dann, ja, hier unten weiter zu den Zauberstäben. Die habe ich auch schon alle erforscht. Ich habe hier auch schon diesen Infernal Furnace. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, im letzten Part war ich bei Mark und Tolvo in diesem komischen Hexenturm. Da stand so ein komisches Teil, wo ich mich gewundert habe, was das ist. Ich glaube, das war so ein Infernal Furnace. Ja, dann habe ich hier unten noch Rotted Jars und weiter war ich jetzt noch nicht. Ne? Ich würde sagen, wir machen uns mal einen Zauberstab. Und zwar diesen Wand of Lightning wollte ich mir noch machen. Ich sehe aber gerade ein Problem. Und zwar weiß ich hier gar nicht, was man dafür braucht. Oh mein Gott. Egal, wir können ja mal gucken. Vielleicht, was habe ich denn hier noch? Unnecessary Visum. Na doof. Lightning. Da brauchen wir da bestimmt Licht für. Also machen wir mal mit Fackeln. Mal sehen. Vielleicht. Lightning klingt so ein bisschen wie Licht. Du hast es schon erforscht. Du hast es schon erforscht. Vielleicht kann man ja... Oder auch nicht, aber vielleicht, aber wahrscheinlich eher nicht. Wirst wahrscheinlich, nee, irgendwie nicht. Okay, dann lassen wir das mal. Ja, aus was könnte man das machen? Aus Glowstone-Staub? Ein bisschen Glowstone-Staub muss sein. Oh nein, jetzt weiß ich, was da wieder rauskommt, ne? Ja, da kommt wieder dieser Scheiß raus, den ich eben schon hatte. Ach ja, übrigens, du hast es schon erforscht! Vielleicht mal ein bisschen Magie, mal sehen, was dabei rauskommt. Ah ne, es ist aber nicht zweimal dasselbe, ne? Naja. Oh no. Das ist jetzt aber nicht das, was ich will. Arcane Levitator. Naja, gut. Jetzt mach hier voll. Mach voll! Los, danke. Wo habe ich übrigens gerade meinen Sound? 20, okay. Ja, gut. Das war es also zu dem erfolgreichen Zauber. Ich hätte mir vielleicht wirklich vorher aussuchen sollen, wie ich das mache. Aber okay. Dann halt nicht. So, ja, das ist ja. Was kann man denn jetzt noch machen? Weiß ich gar nicht. Wollen wir irgendwas machen? Was man machen könnte, das macht wahrscheinlich Pascal gerade. Wir haben da so einen Automat hingestellt und wenn er. Er sollte jetzt eigentlich den Hebel betätigen, damit es wieder Tag wird. Was ist da? Was funzt daran nicht?
Nö. Warum geht denn das jetzt nicht? Das geht schon wieder nicht. Das ist ja eigentlich ein Comment-Block. Ja, der ist gecheatet. Natürlich, Comment-Blocks kann man sich nicht cheaten. Das würden wir eigentlich mal machen, weil hier immer Leute uns auf den Sack gehen, weil die ständig Tag haben wollen. Und ja, deswegen haben wir das gemacht. Das hat auch eine ganze Weile funktioniert. Warum es jetzt wieder nicht funktioniert, keine Ahnung. Irgendwas ging nicht. Eigentlich sollte das auch automatisch gehen. Irgendwie musste man dann ab und zu mal den Hebel drücken, damit es geht. Aber jetzt gibt es mir gar nicht, ey. Wie gewiss das auch nicht, ey. Ich hab noch Pfeile dabei. Hallo. Ja, warum man das nicht mit Daylight-Sensoren macht, weiß ich auch nicht. Die gibt's ja auch. Mit denen hätte ich es gemacht. Ich weiß nicht, warum man das mit denen macht. Mal sehen, was Eddie dazu sagt. Ich hab, also das hat Eddie gebaut hier, der hier. Ich hab nur den Comment-Block gesetzt. Und hab mir gedacht, ja, wenn du das machst, soll er mal. Warte mal, ich geh mal kurz in Game Mode. Ich kann hier mal, ich stehe hier mal kurz. Daylight. Das ist ja hier. Heißt der nicht so? Zen. Gibt's den hier nicht? Night Sensor heißen die, glaube ich. Ne, die gibt's nicht. Hä? Wie hieß denn das Ding? Ach ja, 1.5. Stimmt ja. Stimmt, wir spielen ja auf der 147, da gab's das noch gar nicht. Okay, das erklärt einiges. Okay, gut, hätten wir die Frage auch geklärt. Aber das hat ja mit dem Ding auch funktioniert. Warum? Ich weiß nicht. ja, Kellers Haus sieht auch geil aus, ne? Hammer, nice. Da stehen so ein paar Spawner rum. Yay. Ja, ich weiß nicht, was könnten wir uns noch craften? Ich hab keine Ahnung. Ich wollte ja nicht auch nicht immer alles hier durchplanen. Wir könnten ja mal was noch nicht gesehen haben vom... Spüre meinen Zauberstab! Ja! Fahr zur Hölle! Fahr zur Hölle! Das hält aber einiges aus, das Skelett gerade. Alter! Also irgendwie macht mein Feuerstab weniger Schaden als gedacht. Jetzt sterb! Alter, wie lange das... Das ist ja... Das bin ich aber mit dem Nano selber schneller. Also echt jetzt, ne? Wow, die ganzen Monster. Und ein Chunkbug. Na toll. So, beachten wir den einfach mal gar nicht. Fliege ich mal einfach drüber. La 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 la. La 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 la. Da macht der Wind of Fire echt so wenig Schaden. Das ist ja doof. Finde ich ja schon ein bisschen schade, aber naja. Cool ist auf jeden Fall trotzdem. Aber warum sollte ich dann den benutzen, wenn ich den Nano selber habe? Hallo, Creeperchen. Oh nein, nicht springen. Hui. Hier ist wieder ein bisschen Wiss, oder wie das heißt. Das ist aber jetzt nicht Medium Voltage, oder? Ist das Medium Voltage? Tatsächlich. Treten verboten. Aha. Okay. Hier ist eine Sägemühle. Okay. Personal Safe ist leer. Ich wollte mir das eigentlich mal angucken. Irgendwer hat auch mal gemeint. Ja, lass mich mal da rein. Ach, ich soll es mich da reinlassen. So. Jo, was haben wir denn hier so? Was haben wir denn hier so? Was haben wir denn hier so? Ein volles Chargepad. Stelle ich mich da mal drauf. So, okay. Also jetzt hat sich einiges getan. Halleluja. Okay. Hier war ich auch schon länger nicht mehr. Erstmal ein paar Diamantschwerter machen. Zwei MFSUs, ne? Wer es kann. Hopper. Wofür den Hopper? Wofür den Hopper? Ich weiß nicht. Ah ja.
Hier ist eine Humidor-Produktion, will ich nochmal sehen. Achso, alles hinter Glas hier. Na gut. Ja, aber es funktioniert wie bei uns hier auch mit Recyclern und blauen Keks. Okay, cool, cool, cool. Ach, siehst du, da kann man sich auch immer unendlich Wasser dann holen hier mit so einem Akkumulator-Gedöns. So, was hat er hier? Music Disc. Solarpanels. Okay, der hat sich schon einige Solarpanels gemacht. Krass! Krass, krass. Also, sieht gar nicht so schlecht aus hier, wa? Muss man ja mal sagen. Ist nicht ganz nice. Ja, ne, sieht schick aus. Also hier unten zumindest. Das Haus ist, habe ich jetzt, muss ich jetzt mal mir nochmal anschauen. Er hat sogar schon High Voltage, ey. Halleluja. High Voltage hat er auch schon. Ja, da ist schon so viel Humidor. Wo hat dann das ganze Material her, ey? Meine Fresse. Hat er entweder sehr, sehr viel gespielt. Naja, gut. Ist auf jeden Fall ziemlich kostenintensiv. Ziemlich kostenintensiv. Aber naja. Wollen wir mal hier niemanden irgendwas beschuldigen. Dann, ja, was das hier sein soll, ich habe keine Ahnung, wer hier mal was bauen will. Oder warum, wieso, weshalb. So, was ich mir auch noch machen wollte, war so ein kleiner, genau. Ein, sowas wie so ein Security Room wollte ich mir machen. Was ist das hier? Was ist denn hier dran? Reinforced Zone? Steam Engine? Holy shit. Okay. Hier sind ein paar Personal Saves. Okay. Nice. Ja, das ist cool. Weil wir hatten ein Problem. Bei ihm wurde jetzt schon einige Male was geklaut. Und dann ist es doch jetzt eigentlich ziemlich gut. Was ist das denn hier? Demon Trope Blade, ey. Was, kenn ich gar nicht, ey. Weiß ich gar nicht, was das ist. Mining Turtle. Hä? Anstatt dass man das ganze Humidor hier mal rein verfrachtet. Junge! Das ist Humidor. Was macht er mit dem Teleport? Blablabla, Moment. Moment. Hier ist ein Knopf. Lol. Hä? Der Knopf ist weg. Ich hab den Knopf aufgebaut. LOL. Das ist ja cool. Aber nice. Ey, so ein Ding will ich mir auch zulegen. Ah, dann kannst du hier mit reinporten. Das ist ja mal voll fresh. Das ist geil. Ich meine, gut, man kann es auch mit so einer Portable-Hole machen und sich dann einfach da... Ne, aber ich meine mal, das ist ziemlich cool. Ja, ansonsten hatte ich auch so ziemlich viel stehen. Irgendwas mit Tank und irgendwie hier Guck, Ofengedöns und so. Hier seine Humidor-Fabrik. Alter, der hat so viel Scrap, ne? Upsi. Kann man nicht öffnen. Aber er sollte auf jeden Fall ziemlich viel Scrap haben. Ziemlich viel Scrap und richtig viel Humidor. Oh ja. Ich glaube, die Kisten hier unten sollten voll sein mit Scrap. Wo geht's denn da unten noch hin? Ja, also ist ziemlich nice, was Marvin hier macht, muss ich sagen. Ziemlich coole Sache. Okay, warte mal, dieses Teleporter. Wie macht man das? Ist das Zauberei? Kann man das sich craften? Das kann man sich tatsächlich craften. Aber es braucht dafür einen Industrial Diamond. Okay, das Ding ist ja noch einfach. Wie macht man sich einen Industrial Diamond? Industrial Diamond. Wie macht man sich den denn? Das kann ich auch nicht anklicken. Ich frag mal. Eddie! Jawohl, sag mal, alter Junge, ne? Weil ob der, weiß nicht, ob der das weiß. Industrial Diamond. Muss man bestimmt irgendwie sehr kompliziert herstellen. Wie macht man sich so einen Industrial Diamond. Also ein Teleporter wäre ziemlich nice, da könnten wir uns gleich runter in den Keller und so teleportieren. Wäre natürlich um einiges bequemer. Und cool ist es dazu auch noch.
So, was hat er hier so? Eine Floppy Disk? Nee, gar nicht. Upsi, Entschuldigung. Extended irgendwas. Ah ja, genau, diese Maschinen, diese Bilder, Bildschirme, was ich euch gezeigt habe, ist ja noch da? Ah, schade. Da hatte einer diese, so Bildschirme und da habe ich doch gesagt, ich möchte mal was auf dem Bildschirm sehen. Hat er mir gezeigt, kann man da Star Wars abspielen? Ich meine, das sieht natürlich so schlecht aus, aber Star Wars! Richtig geil! Fand ich richtig cool, muss ich euch nochmal irgendwie zeigen, wenn der mal da ist. Ey, das war richtig nice. So, ich glaube, Eddie weiß selbst nicht so ganz Bescheid. Industrial Diamond, ey. Muss, entweder googelt da gerade selbst oder ich muss halt Marvin mal fragen, der nun gerade nicht da ist. Wo ist eigentlich dieser? Teleporter. So, wie sieht's aus mit Energie? Ja, gut, langsam. Weil halt der MFSU-Zapfel halt ziemlich viel ab war. Ich kann eigentlich mal kurz hier das kappen. Und jetzt sollte eigentlich sämtliche Energie von dem Medium Voltage hier reinlaufen in den. In das Chargepad. Ja, geht auch ein bisschen fixer. Moment, hier ist das Ding ist erstmal voll, ey. Bis das leer ist, dauert es ein Weilchen. Ach ja, ich habe hier noch ein bisschen aufgerüstet. Hab gar nicht gesagt. Ich habe noch einen weiteren. Also mit Stack Kohle und Flint. Was? Nimm Stack Kohle? Na gut, ich meine, das ist Industrial Diamond. Schauen wir mal. Wien. Okay. Weiß er wahrscheinlich auch nicht so genau. Also hier craften anscheinend nicht. Muss wahrscheinlich in irgendeine Maschine rein. Würde ich jetzt mal denken. Wenn der industriell gefertigt wird. Ja, also ich habe einen weiteren Water Remacerator und einen Induction Furnace gebaut. Einfach deswegen, weil ich mir aus der Humator manchmal irgendwie so 20 Stacks an, nee, nicht an Iron Ore, aber zum Beispiel an Copper Dust gemacht habe. Also Coal Dust will er haben, okay. Mit dem Stack Coal Dust habe ich nicht ganz. Habe ich mir mal ein paar mehr gemacht. Dann normal craften. Okay, gut, nee, halt, Moment. Das ist kein Macerator, das ist ein Macerator. Dann machen wir uns mal noch ein bisschen mehr Coal Dust. Und was mir auch aufgefallen ist, man hat hier, also man braucht hier für einige Sachen mehr auch Kohle, ey. Also Kohle im Überschuss habe ich hier echt nicht. Und Kohle aus Humator herstellen ist auch ganz schön teuer, muss ich sagen. Ne? Also es ist nicht so, dass man sich Kohle wirklich für nichts craften kann. Das ist schon gar nicht so billig. Man braucht Kohle für so einige Sachen. Ja, ja. So, jetzt habe ich ein Stack Coal Dust und jetzt brauche ich noch meinen Flint. Ja, gut, jetzt wieder dazu. Ein Flint, was will er denn hier? Wie soll ich da denn? Ah, nee, Moment. Also 8 Coal Dust mit einem Flint in der Mitte und dann Kompressor. Davon 8 Stück mit einem Obsidian in der Mitte. Ah, okay. Muss ich noch ein bisschen mehr Flint. Dann das Ding. Moment. Alter! Also, nochmal, also 8 Kohle das mit einem Flint in der Mitte. Also erstmal das hier. Davon brauche ich 8 Stück. So. Das sieht ja seltsam aus. Dann soll das in den Kompressor. Und dann Kompressor. Okay. Und danach soll davon 8 Stück mit einem Obsidian in der Mitte. Okay, dann brauche ich noch einen Obsidian. So. Okay. Ja, in dem Sinne schon logisch, ja. Coal Chunk. Und das nochmal in den Kompressor rein. Lol. Das ist dann aber ein normaler Diamant. Ja. Ein Diamant. Für ein Stack Kohle. Ja.
Ja. Ja, wenn nicht, muss ich selbst nochmal nachgoogeln. Der Eddie kann ja auch nicht alles wissen. Warum ist denn jetzt nicht so anders? Aber warum sollte der mit normalen Diamanten gehen, wenn da extra Industrial Diamond steht? Teleporter. Es gibt keinen Industrial. Hallo. Fail. Oh. Fail, Junge. Da war ich so fixiert auf das hier oben, ey. Oh nein. Diamant! Oh Gott. Ja. Okay, gut, dann brauchen wir zwei von. Machen wir das noch schnell. Ich glaube, das spule ich vor, dass wir da ein bisschen mehr gecraftet hier. Ja, dann weiß ich nicht, wann ich jetzt anfange, aber ich mach die jetzt mal hier so, ne? Dann hier. Nein, na, so. Komischen Frequenz-Dinger. Coole Sache. Ja, zwei Teleporter. Jetzt können wir uns hier hin und her porten, von wo wir wollen. Ja, nee, von wo wir wollen natürlich nicht. Natürlich nur, wo die Dinger stehen. Aber ist trotzdem ziemlich nice. Das könnte man auch ziemlich cool nutzen. Für... Ah, das ist ein bisschen unlogisch. für den Safe Room. Aber dann, was bringt ein Safe Room? Dann müsste ich ja den Teleporter so verstecken, dass ihn kein anderer findet. Okay, vergessen wir das. Ich nutze mal den Teleporter, um... damit wir uns schneller runterporten können. Hier sind noch Glasfaser 1 drin, das können wir mal hier behalten. Okay, ja, wo stellen wir das hin am besten? Wo stellen wir das am besten hin? Wo stellen wir das am besten hin? Hier ist ja nirgendwo kein Platz mehr. Ja, so wirklich. Machen wir das hier? Eigentlich könnte man das hier machen, wa? Oder? Ja. Kannst auch hier machen. Ja, stell ich mal das Ding einfach hier hin. Ah, jetzt weiß ich gar nicht, wie das funktioniert mit der Frequenz. Ne, Moment. Was ist denn, wenn es 5 Teleporter gibt? Zu welchen Teleportern teleportiert man sich dann? Moment. Ach nein. Weil Marvin hat ja jetzt auch welche bei sich zu stehen. Dann teleportiere ich mich ja zu dem. Das ist ja jetzt nirgendwo festgelegt, zu welchem ich mich teleportiere. Kann das sein? Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Das ist natürlich dann ziemlich doof. Egal, wir versuchen es mal einfach. So, den Teleporter stelle ich einfach mal. Boah, hier hin. Okay, es geht irgendwie. Irgendwie geht's gar nicht. Also irgendwas haut hier noch nicht ganz hin. Ich glaube, für den Teleporter brauchen wir noch was anderes. Kann das sein? Wir haben ja Zeit, ne? Ich guck mal kurz bei Marvin nochmal nach. Weil irgendwie muss es doch was geben, das festgelegt ist, wohin man sich teleportiert. Ah, Monster. Vielleicht sollte ich echt mal Tag machen. So. Auf zu Marvin! Muss ich mal schauen, ob da irgendwie unter dem Ding noch was gestellt hat. Und wenn da auch nichts ist, dann muss ich ihn mal fragen. Hä? Gar nicht. Was darf ich denn da für einen Scheiß? Ah, nee, doch, klar, ich stehe da drüber. Ha. Teleporter und ein MFSU. Okay, der Teleporter braucht anscheinend Energie. Aber ansonsten steht hier nichts daneben, ne. Okay, also der braucht einfach nur Energie. Aber, braucht er dafür unbedingt ein MFSU? Oh, ich habe keinen Bock, jetzt noch zwei MFSUs dafür zu machen. Okay, gut. Also man braucht Energie dafür. Okay, das mache ich dann andermal. Das mache ich dann mal offscreen fertig. Muss ich mir mal überlegen, weil ich brauche ja für den anderen Teleporter dann auch Energie. Wo kriege ich denn da Energie her?
Ah, da kriege ich noch Energie her. Stimmt, da unten ist ja der. Oh, das geht noch. Okay, das probiere ich nochmal aus, überlege ich mir nochmal und ja, würde ich sagen, reicht es erstmal für heute, war. Ja, dann hoffe ich, das hat euch gefallen. Wenn ja, wenn ja, dann lasst doch mal einen Kommentar da, ne, oder ein Däumchen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Haut rein, tschüss.